Also hallo und herzlich willkommen zu unserem Seruim-Kochkurs. Heute mit dem ganz, ganz spannenden Thema Festtagsessen. Und was es damit auf sich hat. Das ist so eine Zeit, wenn es kälter wird draußen, wenn der Winter hereinbricht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Zeit drin verbringt und dann auch Zeit hat, sich wirklich ein schönes Gericht zu kochen, Zeit verbringen kann, auch in der Küche und etwas vorzubereiten. Denn man kann so viele schöne Dinge machen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch gerne kochen. Also ich koche zum Beispiel sehr gerne, ich habe nur wenig Zeit dazu. Vielleicht kochen Sie auch gerne und fragen sich, was ist eigentlich eine gute Nahrung? Was ist eigentlich das, was man essen sollte? Also wovon wird man fit und gesund, lebt lange, tut es für Intelligenz und Schönheit das richtige Essen? Und wir haben schon in diesen Kursen eine ganze Menge gelernt. Es ging ja um Seruim. Weiß jemand noch, was Seruim aussagt, was Seruim, was sich dahinter verbirgt? Ja? Gemüse? Und was noch? Gemüse, Früchte, Obst, das ist Seruim. Seruim taucht auf im Buch Daniel und Daniel und seine Freunde möchten gerne Seruim essen. Und sie bekommen diese Nahrung auch und nach nur 10 Tagen sahen sie schöner aus und waren intelligenter als alle ihre Kommilitonen damals, die mit ihnen zusammen studiert haben, die eine andere Nahrung bekommen haben. Und daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen und sagen, wir kochen auch Seruim. Also wir versuchen hier auch gesund zu kochen und das hier so ein bisschen gemeinsam zu machen. Denn ich glaube, hier kann man ein bisschen was lernen. Wir haben verschiedene Köche, auch heute eingeladen, die gemeinsam mit uns Rezepte erarbeiten werden und vorführen werden, was sie denn so kochen. Vielleicht noch die eine Frage. Wir wollen überlegen, was ist gut zu essen? Wir wissen, Gott hat viele leckere Sachen gemacht. Er hat Gemüse gemacht und Früchte gemacht in einer Riesenauswahl. Was war denn eigentlich Jesus seine Lieblingsspeise? Was war Jesus seine Lieblingsspeise? Oder das Wort des Vaters, genau. Amen, bestimmt. Ich will euch was vorlesen aus Johannes 4, Vers 33, Vers 34. Johannes 4, Vers 34. Hier sagt Jesus Christus. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Ist das nicht schön? Also ja, ich glaube, Jesus hat gesund gelebt, aber seine Speise, seine Lieblingsspeise war die, dass er den Willen seines Vaters im Himmel tut. Finde ich großartig. Das wollen wir auch tun. Wir wollen auch den Willen dessen tun, der uns gemacht hat. Und ich glaube, der Wille dessen, der uns gemacht hat, ist auch, dass wir gesund uns ernähren und gesund bleiben. Und das wollen wir heute gemeinsam praktizieren, ein bisschen kochen. Wir wollen vorher gemeinsam ein Gebet sprechen und Gott einladen, hier bei uns zu sein. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, dass wir hier diese Kochkurse machen können und dass wir gemeinsam und voneinander lernen dürfen und dass wir erkennen können, Herr, was du alles für wunderbare Dinge geschaffen hast. Die Gewürze, das Gemüse, die Früchte, Herr. Und wir möchten dich bitten und dich einladen, dass du hier mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Dass wir sehen können und erleben können, Herr, wie herrlich du alles gemacht hast und wie gut solche Sachen alle zusammen schmecken. Bitte sei hier bei uns und segne uns. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich darf auch gleich unseren ersten Koch nach vorne bitten. Unser erster Koch heute ist der Stefan. Und vielleicht fällt es euch auf. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Ronny, mein Freund. Stefan hat eine wunderbare Seruim-Schürze an. Ist das nicht toll? Amen. Das ist gesund super. Grün wie Gemüse, ja. Gesund und grün wie Gemüse. Ich finde diese Schürze finde ich toll. Wie ihr seht, ich trage keine, aber Stefan trägt eine. Stefan wird uns nämlich etwas zeigen. Er wird ein. Was wirst du mit uns machen? Und zwar, also ich für mein Leben esse gern Pfannkuchen. Und Pfannkuchen benutzt man dazu, wenn man sie über hat. Das ist so ein schwäbisches Rezept. Und das heißt Flädlesuppe. Und Pfannkuchen, die lässt man dann kalt werden, wenn man sie denn über hat, weil man schmeißt ja nichts weg. Und dann, wenn sie kalt sind, dann schneidet man sie in kleine Streifen, so 3 bis 4 Millimeter groß. Und wenn man dann am nächsten, übernächsten oder in 3 Monaten Gäste zu Besuch hat, dann kann man diese Flädlis aus dem Kühlschrank holen, also aus dem Tiefkühlfach. Und man kann sie einfach in eine schöne Gemüsebrühe reinlegen. Und dann schon hat man eine wunderbare Forschsuppe. Ja, das ist dann die Flädlissuppe. Interessant, sowas habe ich schon mal gegessen. Ich glaube, es hieß Frittatensuppe oder so. Weiß ich nicht. Ich glaube, nur in Schwaben nennt man das Flädlissuppe. Ja, weil die Blinsen, wie sie in Sachsen heißen, das sind wie Fladen halt. Und deswegen vielleicht Flädlesuppe, weil man hier alles so verkleinert und ja. Flädlesuppe. Flädlesuppe, ja.
Ja, ich bin gespannt, was du mit uns kochst. Das machen wie es aussieht. Ja, dann will ich mal anfangen. Gerne, sehr gerne, ja. Ja, seid ihr schon gespannt? Ja. Also, vielleicht fange ich ganz einfach an. Ein paar Worte zu mir. Ein oder zwei Worte. Seitdem ich circa seit 2 Jahren zu Hause bin, für meine Kinder, muss ich natürlich auch selber kochen. Und ja, das ist so, sukzessive fängt das an, dass man versucht, das eine zu machen, was man kann. Das ist zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce. Aber das ist dann halt für die Dauer ja auch nicht geeignet. Und ich bin so ein Typ Mensch. Ich bin schon auf der Suche nach gesunden Sachen und versuche auch viel, ja, dass es mir vor allen Dingen schmeckt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wichtig, wenn wir Essen kochen, dass es uns schmeckt. Und vor allen Dingen nicht nur uns, weil wir es uns einbilden, sondern auch anderen. Ja? Ja. Denn wenn wir immer nur für uns selber kochen, dann wissen wir ja, tut sich auch der Geschmack für uns selber anpassen. Und somit ja, brauchen wir immer mal so die Resonanz auch von anderen. Und das ist mir passiert bei diesen Pfannkuchen. Und ich will dann jetzt einfach mal anfangen. Pfannkuchen habe ich lange gesucht. Lange gesucht, dass man Pfannkuchen oder Blinzen oder Flädle essen kann, die vor allen Dingen auch weich sind. Wenn man mit Vollkornmehl backt, dann ist es meistens so, dass es für die ersten Tage, das erste Mal, ist es hart, es bricht bei Zeiten, man kriegt es nicht gescheit in der Pfanne drum gedreht und wie auch immer. Und das sind so Sachen, die ja, mir nicht unbedingt beflügelt haben. Hm. Und meine Frau, die Antje, als wir vor längerer Zeit anfingen, auch uns gesünder zu ernähren, hat dann die verschiedensten Rezepte gemacht. Und naja, das eine Mal war es zu hart, das andere Mal war es ohne Geschmack. Das andere Mal war es so, dass man gedacht hat, Mensch, das kann man niemandem vorsetzen, weil ja, es ist zwar gesund, aber so richtig schmackhaft war es, aber so richtig zum Vorzeigen war es nichts. Dann war es in der Pfanne zusammengerutscht, dann war es wieder auseinander, dann waren Löcher drin. Ja, und dann konnte man keine gescheite Marmelade drauf machen und so weiter und so fort. Und naja, und dann habe ich viele Rezepte durchgestöbert und dann habe ich eins gefunden und das habe ich benutzt. Das heißt eigentlich, dass es Pfannkuchen oder Blechkuchen und es sollte in den Ofen reingeschoben werden und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, wenn es in den Ofen reingeschoben werden darf, dann kann es auch auf der Pfanne kochen oder braten oder wie auch immer. Und es ist mir gelungen, mit Gottes Hilfe, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, die Kinder mir geben auch das Gefühl, dass es ihnen schmeckt, weil immer wenn ich das mache, dann essen sie mehr wie sonst. Und wenn man fragt, was machen wir, dann heißt es Pfannkuchen. So, und jetzt fangen wir an. Pfannkuchen, ganz einfach. Man braucht also nicht unbedingt diesen Thermomix. Aber diesen Thermomix, das ist mein Favorite Star, weil der nämlich auch eine Waage drin hat. Und bevor ich die Waage aus dem Schubfächchen nehme, nehme ich lieber die Waage hier, kann ich reinmachen und dann geht das so aus einem Guss. Und man kann es dann auch wunderschön vermixen, muss nicht in den Mixer, dann muss man die auch wieder sauber machen und so weiter und so fort. Alles perfekt. Ich nehme zuallererst 2 Getreide, das kann man machen, wie man möchte. Ich nehme Weizenvollkorn und Dinkelvollkorn. Dinkelvollkorn ist ein bisschen feiner, ist nicht so grob. Wenn man aber es ein bisschen gröber haben will, nimmt man halt einfach mehr Weizen. Ich nehme 190 Gramm Dinkelvollkornmehl und 130 Gramm Weizenvollkornmehl. Dann stellen wir mal das ein, genau. Also Ronny, Dinkel, du guckst, ob es 130 Gramm sind. 190, sind bei, Entschuldigung. Stopp, warte mal. Wir sind bei 160, 170, 180, 320. Wow, dann müssen 190, wir die doppelte, ja, Menge machen. Ja? Oh, ist die Antje traurig, weil sie dann kein Mehl mehr hat. Gut, dann brauche ich 130 Gramm, ganz normal. Das ist ganz einfach, also es ist wirklich ganz easy. 130 brauchst du noch, ja? 130 plus 190 sind 320. So. Ja, man kann nicht kochen und rechnen, das geht nicht. Ja, dann müsste man zwischendurch noch ein Guzle reinschieben. Ne, und damit jetzt? Stopp. 320, genau. Aber wie gesagt, ihr könnt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger machen. Ich mache es nur ganz genau, einfach nach Rezept, so wie ihr es dann auch bekommt, dass es dann auch funktioniert. Das können wir eigentlich schon wieder wegmachen, weil das brauchen wir hier nicht mehr. Und dann haben meine Nachfolger auch ein bisschen mehr Platz hier oben. So, feiner Zug. Dann nehme ich Backpulver dazu. Ich habe es schon, und zwar so probiert. Ich habe es schon probiert ohne Weinstein-Backpulver. Ja, Weinstein-Backpulver ist die etwas gesündere Form von Backpulver. Und je nachdem, wie man es möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe geschrieben, ein halbes Päckchen in das Rezept rein. Man kann aber sogar bis nach ganz unten gehen. Ja, also je nachdem, wie man es möchte. Wenn man es ein bisschen lockerer, bei Backpulver ist es so, das gibt dann halt noch ein bisschen so ein paar Bläschen.
und das wird einfach ein bisschen lockerer. Ja, aber wer sagt, Backpulver ist für mich nicht so das Wahre, komme ich gern drum rum, kann ich auch ohne machen. Aber nähert euch an. Nähert euch an, nicht, dass es euch dann so geht wie mir vor ein paar Jahren, dass ich dann die Lust verliere an Pfannenkuchen. Ja? Also, aber es funktioniert beides. Also beides es funktioniert, geht auf. Aber es wird halt nicht ganz so fein. Ja, also nicht okay. so luftig. Ja. Aber ich habe es schon probiert mit ganz wenig runter. Ist kein Problem, kriegt okay. man auch hin. Aber ich möchte ein bisschen luftiger haben und dass ihr als allererstes überzeugt werdet durch den Geschmack natürlich, ist klar. Ich bin gespannt. So, ein bisschen rein, das ist, also die Hälfte habe ich jetzt mal genommen. Dann folgendes. Ich habe 1,5 Löffel von Zwiebelpulver geschrieben. Es ist die herzhafte Variante. Ich wollte gerade sagen, wer hat schon mal Zwiebeln und Pfannkuchen gemacht? Zwiebeln, Pfannkuchen und Tomaten. Nee, Tomaten, das passt, aber mit Marmelade würde ich das natürlich nicht nehmen. Also wenn man es süß haben möchte, sprich man nimmt so Mandelmus und ein bisschen zum Beispiel Karobaufstrich drauf oder Mandelmus mit Honig zum Beispiel oder Mandelmus mit Marmelade oder mit Apfelmus, dann lässt man das Herzhafte natürlich weg, weil sonst tut man sich und dem Geschmack keinen Gefallen. Ne? Wir sollen ja nicht auf beiden Seiten hinken. Also nehmen wir nur eine Seite. Gut, dann nehme ich jetzt mal, ich nehme einen Löffel. Einfach, ja, ihr könnt 1,5 oder einen nehmen, je nach wie herzhaft ihr es haben möchtet. Das waren jetzt 20 Gramm. Das waren jetzt 20 Gramm, wie der Ronny ausgerechnet hat, genau. Weil die Waage es uns zeigt, der Ronny da. Dann nehme ich seit 1,5, 2 Jahren ein Salz, was aus dem Gebirge ist, was so aus den Bergen gewonnen wird. Aber nicht von draußen, sondern von innen, so wie man, ja, wie heißt das so, Gold abbaut von innen drin und so. Ja, und das ist auch so Salzbergwerk, genau. Und das, ja, das gibt es beim Kaufland zu kaufen. Das ist typische Himalaya-Salz, oder? Ja, Himalaya-Salz, ja, genau. Ja. Aber das Wunderbare an dem Salz ist, dass es einfach gebrochen ist aus dem Berg, gemahlen ist, fix fertig. Ja, und es hat ein, wenn ihr das mal probiert, ich lasse es euch stehen hier, wenn ihr das Salz probiert, ein kleines Löffelchen oder wie auch immer, das schmeckt sowas von würzig. Das war ich früher von Salz nicht gewohnt, weil Salz einfach nur weiß gemacht wird und alles andere rausgeschwemmt wird und das ist einfach nur noch Salz ist, was uns ja nicht so gesund ist. Ja? Und der Geschmack überzeugt. Genau, dieses Standard-Kochsalz, also dieses Natriumchlorid, wenn man sich das mal auf die Zunge macht, das schmeckt furchtbar. Wenn man das hier versucht, das kann man richtig, also man kann es wirklich essen. Schmeckt, Stefan sagt ja, wir können das nachher hier mal probieren. Jeder, jeder kann mal ein bisschen was probieren. Am Ende verkaufen wir dann Getränke. Ja. Gut, also ich nehme jetzt, das ist halt etwas Gesalzenes. Ich nehme ein bisschen. Das ist das Gefühl, also was dann auch vielleicht irgendwann kommt. Aber bitte nehmt nicht zu viel, sondern eher weniger. Denn Salz, wie gesagt, macht auch hohen Blutdruck, das wissen wir, ne? Frag mich nicht warum, aber es ist so. Dann nehme ich Olivenöl. Das habe ich beim Aldi gekauft. Das ist auch kein Olivenöl, was Tausende von Euro kostet, sondern das ist extra naiv. Das ist ein Bioöl. Naiv bedeutet oder. Nativ? Nativ. Bedeutet einfach, dass es kalt und in einer hohen Qualität sozusagen gepresst wurde. Ja, man kann jetzt nicht so viel Schwebstoff erkennen, aber naja. Genau, das ist, glaube ich, kalt gepresst. Der Druck war nicht ganz so hoch, damit es herauskommt. Es wurde nicht erhitzt dabei. Nicht erhitzt, das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige bei dem Öl, mit diesem Olivenöl. Mit diesem klaren Olivenöl zum Beispiel, ist ja immer die Frage, kann man damit braten oder kann man es nicht? Mit dem klaren kann man, wenn das trüb ist, sollte man es nicht zum Braten verwenden, weil dann hat man karzinogene Stoffe, die da drin entstehen. Dann verbrennt Dinge, die nicht verbrennen sollen. Was auch wichtig ist, man soll nicht großartig über so 300 Grad gehen, 350 Grad maximal. Ja, also es darf eigentlich nicht rauchen in der Pfanne. Wenn es raucht, dann verbrennt genau, es. Genau, also genau. Das ist wahrscheinlich das Richtige. Ich mache das hier rein, weil wenn man normalerweise Pfannkuchen macht, ich komme mal wieder so ein bisschen hierher. Wenn man Pfannkuchen backt, also so kenne ich das von meiner Mutter früher, dann macht man die Pfanne heiß, dann macht man, früher haben wir Butter reingemacht oder irgend sowas, ne, und Öl. Und jedes Mal, wenn man Pfannkuchen wendet, neu, dann nimmt man wieder Öl rein. Ja? Und so verschwendet man einen Haufen Öl, was nicht gut ist für unsere Gefäße. Und ich mache das einfach so, dass ich das schon mit in meinen Teig hinzugebe. Ich nehme da 3 gute Esslöffel,
Lass es so nebenbei reinlaufen. Machen nebenbei noch den Vorhang. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, man bräuchte wahrscheinlich irgendeinen Emulgator, wenn man das macht, aber das verbindet sich. Man hat da ist der Emulgator. Das ist so. Ein Traum, ist das. Okay. Ich habe das mit unserem Sojamilchpulver gemacht. Kommt nicht auf die Idee und nehmt Sojamilchpulver für die Zugabe. Weil, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, geht diese Milch am besten. Und die gibt es beim Aldi. Ja, also ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber es ist einfach, ich habe es ausprobiert, ich habe mehrere genommen und ich muss sagen, diese Milch, vielleicht hat sie mehr Sojaanteile oder Eiweiße, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls nehme ich die ganz normal aus dem Regal, nichts Besonderes. Steht auch Bio drauf, aber steht ja fast überall drauf. So, dann mache ich ganz normal. Ich hatte, glaube, meines Wissens hatte ich, was hatte ich Ronny reingeschrieben? Ich glaube 500 oder so, aber ich mache jetzt mal einfach nach meinem Geschmack und nach dem Blick halt, sagen wir mal, wie es so einigermaßen ist. Eigentlich sind es 600 sogar. Ja, siehst du. Das waren genau 600, glaube ich. Jetzt mixe ich das mal ganz in aller Ruhe, ohne großartigen Umschwank, um zu schauen, wie die Konsistenz ist von meinem Teig. Gucke ich mal nach. Das ist noch viel zu fest. Ja, das waren jetzt vielleicht 300. So, jetzt habe ich vielleicht noch. Und das mixe ich jetzt. Und danach gebe ich noch Schnittlauch dazu. Aber wenn ich es mixe, dann wird der Schnittlauch so. Dann gibt es dann grüne Flädle. Und deswegen mache ich den ganz zum Schluss rein. Aber sind das auch diese pikanten Pfannkuchen, die deine Kinder so gerne essen? Die süßen, ja. Die süßen, habe ich mir gedacht. Ich habe als Kind süße Pfannkuchen geliebt. Wenn man sie süß machen will, kann man Agavendicksaft reinmachen. Denkt man aber dran, dass es ein bisschen dann dünner wird. Und ich nehme dann meistens 2 Esslöffel voll mit Honig. Und dann hat man schon... Aber trotzdem ein kleines bisschen Salz reinmachen. Ein ganz kleines bisschen. So wie bei den Brötchen. Muss man auch ein bisschen Salz reinmachen. Das ist einfach ein bisschen einen guten... So. Sorry, tut mir leid. Da muss ich noch ein bisschen. Einfach, dass es... Und eigentlich brauchen wir für die Flädle-Suppe heute vielleicht 5, 6 oder 7 Pfannkuchen. Und die restlichen, die können wir dann einfrieren. Ja? Und wenn dann mal unverhofft Besuch kommt, was ja öfters mal passiert, dann hat man eine gute Grundlage für eine schöne Suppe. Flädle-Suppe. So, meine Lieben. Jetzt kommt erstmal die Pfanne, die mache ich schon mal ein bisschen warm. Ne? Und ihr müsst mir verzeihen, ich habe eine Keramikpfanne mir gekauft nach dem letzten Kochkurs. Was ist passiert? Sag mal. Ja, ich wollte mir schon immer mal so eine kaufen. Aber das Problem ist, ich habe gedacht, die andere tut es noch und die tut es auch gut. Und jetzt habe ich sie gekauft und ich hoffe, ich kann damit gut umgehen. Achso, das ist heute die Premiere? Das ist, ja, zu Hause habe ich schon probiert, weil, wie gesagt, ich kann ja nicht ganz jungfräulich daherkommen. Aber ich habe sie probiert. Jetzt gucken wir mal. Man darf mit so Keramikpfannen nicht so heiß braten, also nicht so viel Energie reingeben, weil sonst durch den Edelstahlboden hat die so viel Power und so viel Bums, dass dann das Zeug ganz schnell schwarz wird. Ja. So, jetzt habt ihr mich erinnert, dass ich noch ein bisschen Schnittlauch reinmachen möchte. Stimmt's? Ja, ein bisschen. Den habe ich tiefkühl genommen. Das ist kein Problem, muss ich nochmal umrühren ganz kurz. Und da ist es ganz toll, da hat dieser Thermomix eine Linksrum-Taste. Ich möchte jetzt keine Werbung machen. Und dann zerschneidet er mir es nicht, sondern er vermischt nur. Ja, können wir noch ein bisschen Schnittlauch nehmen, ne? Wir sind ja bei Gemüseheroin. Ja. So. So. Gut. Was wichtig ist, dass wir zum Wenden von unseren Flädle oder Pfannkuchen eine dünnen Wender haben. Nicht so ein Mordsding aus Holz und wo wir nicht richtig gescheit drunter kommen. Ich habe extra, nachdem der andere kaputt war, nachdem ich die mal auf die Platte geschlagen war, kaputt, habe ich mir extra wieder so einen dünn gekauft, damit man schön drunter kommt. Aber die Keramikpfanne, ich habe
mal angefangen und da ist sowas rein, habe ich reingegossen und dann ist mir das hin und her, dann ist das abgehauen. Ja, also so gut ist das eigentlich vom Antihaft. Gut. Wenn man nicht viel Zeit hat, hat man später doch viel Zeit, weil der erste, wenn man keine Zeit hat, gelingt kaum. Ja? Deswegen nimmt man sich lieber die Zeit und wartet 3-4 Minuten, bis die Pfanne, oder 2-3 Minuten, bis die Pfanne wirklich durchgewärmt ist. So kann man sich den ersten Ärger sparen. Wenn man sagt, geht mal rein und sagt, oh, das geht ja gar nicht, Mensch, das schiebt zusammen und was ist denn das, was hat der Stefan da erzählt? Nein, einfach ein bisschen warten. Zwischendrin können wir vielleicht schon die Brühe, ja genau, zwischendrin die Brühe machen. Die Brühe kann man, wenn man ganz viel Zeit hat in den dunklen Jahrestagen jetzt, kann man natürlich eine Gemüsebrühe sich selber machen. Ja, man nimmt Sellerie, man nimmt Paprika, man nimmt Möhren, man nimmt Zwiebeln, man nimmt, was man findet aus dem schönen Gemüsegarten und schmeißt sie rein, mit Zwiebeln ein bisschen andünsten und dann kann man ein bisschen einkochen, so 1,5-2 Stunden und dann hat man eine richtig schöne Gemüsebrühe. Du nimmst also kein Pulver? Wenn man keine Zeit hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man viel Zeit hat, dann könnte man das machen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich nehme unser gutes Telofix, okay, weil wir heute um 12 nicht essen wollen, sondern ein bisschen eher. Weil der Matthias und die Antje und so, die haben ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und hier kann ich euch vorlesen, was drin ist. Öl, Karotten, Zwiebeln, Gewürze, Kräuter, Lauch, Paprika. Ja, ein bisschen Stärke und so weiter. Ist genau das drin, was man nehmen könnte. Ja. Das ist gut. Und dass ich eure Augen ein bisschen verwöhne, habe ich euch das schneiden lassen. Das ist jetzt Lauch, das sind Karotten. Lauchzwiebeln und Karotten. Okay. Gut. Ganz einfach. Aber die kann man gleich damit reintun. Einfach um, dass das Auge, isst ja mit, stimmt's? Dass das Auge meint, wir hätten eine hochaufwendige Gemüsesuppe gezaubert. Ja? Okay. Dann machen wir noch ein bisschen Petersilie rein. Die Petersilie habe ich gerade aus dem Gemeindegarten geholt und habe sie kurz geschnitten. Genau. Und so haben wir eine richtig gute Gemüsebrühesoße gemacht. Ich glaube, Petersilie kann man auch nicht zu viel nehmen, oder? Petersilie hat viel Eisen, immer, hat man gesagt früher. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Doch, ich glaube ja. Also, ja. Ich glaube auch viel Kalzium. Ne? Wenn es grün ist, hat es eigentlich Kalzium. Und jetzt nehme ich meine Telofix Gemüsebrühe. Die hat schon jemand vor mir gemacht und hat gesagt, mach die da rein, die ist gut. Genau, und jetzt machen wir den an hier. Stimmt's? Warte, wir müssen erstmal hier entsperren. Machen wir den an. Ah, jetzt war er wieder. So, jetzt machen wir ihn an. Und jetzt lassen wir das kochen, damit es natürlich auch nicht zu hart ist. Aber ich denke, in 1,5 Stunden ist es gut durchgekocht. Jetzt nehme ich mir mal einen kleinen Löffel. Mache ich natürlich zu Hause eigentlich nicht, aber hier muss ich das machen. Und zu Hause schmecke ich eigentlich auch wirklich nicht so viel ab. Das ist so ein bisschen... Das muss ja schmecken, ne? Ich glaube, mittlerweile glüht eine Pfanne. Glüht sie wirklich? Die Pfanne glüht. Und eure Spannung auch. So, das ohne Öl. Also bin ich ja gespannt, wie es funktioniert. Mit Öl da drin. Habe ich noch nie versucht. Aber wisst ihr was? Ich mache noch ein bisschen Sojamilch rein. Guck mal, jetzt seht ihr, der ist schon ein bisschen zäh vielleicht in der Kamera. Ist ein bisschen zäh. Ich mag ihn ein bisschen nicht ganz so zäh. Ja, weil dann werden die dicker. Und umso dicker sie werden, umso schlechter lassen sie sich schneiden. Und umso schlechter oder umso eher quellen sie dann auch in der Soße auf. So. Jetzt sind sie gut. So, jetzt muss ich das mir so rum machen, weil ich bin ja Rechtshänder. Ist der noch an? Ja. So, jetzt mache ich den einfach da. Tu den so ein bisschen hier, ne? Ihr seht schon. Ich nehme normalerweise, ja, ich stelle es mal hier her. Ich nehme normalerweise dann so einen Zewa-Wisch und lege das hin, weil das Ding tröppelt immer so komisch. Und bevor ich das dann immer wieder abwischen muss. Und so, und jetzt sieht man am Rand, wie sich das schon so ein bisschen... Ja, es backt halt. Ja. Genau, es sieht sogar so aus, als würde es festbacken, aber ja, wir warten mal ab. Vielleicht wird der erste auch nichts. Keine Ahnung, wie gesagt, ich bin ja kein Chef-Profi-Koch. Aber du gehörst auch zu denen, die das Ding mit einem Wender wenden und nicht... Nein, das geht nicht, das geht am Anfang nicht.
Das zweite Mal kann man machen, aber das erste Mal nicht. Ich kann es auch kein zweites und drittes Mal. Ich habe das schon so oft versucht. Also wir können es ja dann mal probieren. Entweder ich treffe auf dem Rückweg die Pfanne nicht oder ich treffe die Pfanne, das ganze Fett, das da drin ist. Ja, gut, da haben wir natürlich einen Vorteil, dass das wir kein Fett drin ziemlich gut ist. Jetzt, ja. Das heißt, wir können ein bisschen üben, ne? Haben wir ja, ein bisschen Teig. Ein bisschen üben. Ihr seht, ich muss noch ein bisschen warten. Ja, der ist noch nicht so. Der muss mich noch ein bisschen begleiten. Der erste, wie gesagt, gelingt fast nie. Ah, seht ihr was? Wir lassen noch ein bisschen Geduld. Geduld tut euch Not, ne? Das ist immer so eine Geschichte. Das aber wie gesagt, ja? Das hat wieder Löcher gekriegt, ne? Also das, was jetzt Löcher ist, das ist das Backpulver. Genau, das liegt an diesem Weinstein-Backpulver. Ja. Mhm. Also Wirkung zeigt's. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Wie gesagt, vielleicht ist der erste dann auch wirklich nichts. Das kann durchaus sein. Lass uns überraschen, ne? Wir haben Teig da. Können ja jede Menge machen. Oder wir tun noch einen Löffel Öl mit zu. Das müssen wir dann schauen. Das können wir ja schnell rein, mixen, fertig. Ja, der scheint nicht ganz so gut zu sein. Gucken wir mal unten an. Ach doch, der ist noch. Warte, kriegen wir hin. Müssen wir ein bisschen. Heiß ist es jetzt, gut. Lass uns mal ein bisschen runter. Muss doch hier essen in sich, oder? Ne, jetzt ist er gesperrt, ne? Ja. Will er nicht? Naja, wir kriegen das schon hin. Der wird nichts, definitiv nicht. Seht ihr was? Der ist ja mega schlecht. Oh, er brennt auch, ja. Ja. Kriegen wir hin, machen wir frei. Den lege ich jetzt mal hierher. Den guckt ihr nicht an. Stell dir mal eine Blume davor. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr Öl dran machen, aber das kriegen wir hin. So, ein Löffel. Ist zu heiß. Meinst du? Jetzt ist es kühler, gut. Dann nehmen wir so wie im Rezept geschrieben. 4, 4,5. Das Schöne ist daran, dass man individuell arbeiten kann. Also von der Konsistenz ja gar nicht schlecht. So. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja, schlecht ist ich er nicht, man müsste ihn wenden. Wir können ihn aussortieren, aber... So ein bisschen wenden, aber... nein. Der muss schon besser sein. Also so machen wir das nicht. Na, ich bin neugierig. Ich bin immer schon froh, wenn der in einem Stück aus der Pfanne kommt. Ja, ne? So, die Antje, die macht den gerade. Nochmal sauber. Ja, zu Hause hätte ich jetzt noch eine andere Pfanne. Der kocht eine Weile, ja. Das scharfe Messer dann zum Durchschneiden. Kriegen wir schon hin. Danke. Danke. Wir hätten sonst den Teig direkt auf die Platte gegossen. Vielleicht mache ich auch. Bisschen Rest. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie wir das hier hinkriegen. Ich mache ihn ganz klein. Ja, es wird schon gut, ne? Mhm. Ja, jetzt stinkt's, ne? Mal verbrannt. Ach so, das ist ja seine Leistung in Watt wird hier angezeigt, gell? Ja, ja, irgendwie das können so. Wir, genau, dann können wir das hier ein bisschen steigern. Ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Ne? Also, der erste zu empfehlen, Pfannkuchen nach Brandenburger Art. Aber gucken, was beim zweiten rauskommt. Ja. Riecht's? Es macht Lust auf mehr. Ein schöner Pfannwender. Wir warten ab. Mit Gefühl. Und normalerweise, wie gesagt, der erste gelingt nicht so richtig. Und der zweite, so Gott will, gelingt natürlich ganz gut. Vielleicht kann die Antje gucken, ob wir unten noch irgendwas haben, wie eine Pfanne. Jo, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, so muss er aussehen. Und die Kamera da? So muss er aussehen. Doch, der sieht gut.
Sieht gut aus. Man muss ihn recht früh wenden, normalerweise, dass er nicht zu dunkel wird. Ja. Vor allem ist er auch echt gut aufgegangen. Ja, ne? Der lässt sich auch ganz gut. So. Wobei ich auch... Jetzt rutscht er auch in der Pfanne, seht ihr das? Ich habe noch nie Backpulver in Pfannkuchen gemacht. Nein? Ich habe, damit es aufgeht, ich habe immer Mineralwasser, das mit Kohlensäure versetzt wurde, genommen. Es geht auch, also ich meine, es wird nicht ganz so fluffig, aber geht auch ein bisschen auf. Ich glaube, der ist top, oder? Und normalerweise jeder Pfannkuchen, den man so nimmt, der bricht hier irgendwo, ja. Und der ist spitze. Und ihr könnt jetzt auch schön den Schnittlauch drin sehen, ne? Was ich aber mache, ich mache die Flädle dann jetzt nicht schon in die Suppe rein, weil sonst quellen sie auf und wenn wir in anderthalb Stunden essen, dann haben wir nur noch im Mund. Ne? Also ich würde empfehlen, wir tun dann die Soße kochen lassen, damit einfach die Zwiebeln ein bisschen durchziehen und die Möhren oder Karotten. Und dann tun wir es kurz bevor wir essen, tun wir es rein. Ich schneide es dann noch. So, ja, jetzt können wir ein bisschen erhöhen, dass die Zeit uns nicht davon rennt. Aber da muss man immer bei so Pfannen ganz, 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 ja. Aber ich wollte sie unbedingt nehmen. Ja. Und es ist die Portion, die du in eine Terrine machst, also pro Person? Wie pro Person? Flädle. Flädle, die mache ich jetzt so viel, wie halt das Ding hier hergibt. Und wie viele Leute kriegst du davon satt? Also wie viel macht man davon in die Suppe? Ja, nach Gefühl, so wie sich so wie sich das dann da drinnen fühlt hat. Ich schneide das einfach alles zusammen, tue das dann in die eine Schüssel, die ich hierhin vorbereitet habe. Und dann tue ich kurz vor dem Essen, ja, wenn wir jetzt 30 Leute gewesen wären, dann hätte ich mehr machen müssen. Und wenn wir jetzt nur 29 sind, dann muss ich ein bisschen weniger machen. Gut. Ja, weil es wäre ja schade, man macht es so voll und dann quillt es so auf und dann, es muss ja Soße mit Flädle sein und nicht nur Flädle und ein bisschen Soße, ne? Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich den ganz gut gewendet kriege hier. Ja, das ist nicht optimal, die Pfanne heute. Wie würden wir jetzt mit dem jetzt weiterverfahren? Mit dem verfahren wir, dass wir ihn auskühlen lassen. Ja? Ah, okay. Ihr seht, der hat ja eine gewisse Feuchtigkeit auch drin, das sieht man hier so. Und die sollte man noch ein bisschen, ich tue sie dann so ein bisschen verteilen. Und das ist auskühlt und nach dem Auskühlen, dann können wir schneiden. Okay. Wenn du jetzt Antje wärst, würde ich dich schneiden lassen. Traust du das nicht zu? Ja, das ist ein, naja, ein tolles Produkt. Ich könnte mich um den Kuchen da kümmern und du könntest schneiden. Meinst du kriegst den auch so hin? So schlecht? Nein. Die Pfanne tut mir nicht gut heute. Mal so möchte ich... Vielleicht einfach, ich mach den Rest einfach ein bisschen warm, oder? Und der Thomas, der Matthias, der Mitfänger, macht dann weiter hier. Ich glaube, das ist einfach nur so. Okay, zack, dann passt. Lassen wir die Ante ran. Ich mache das unten, tu die richtig schön sauber machen nochmal und dann präsentiere ich euch den Rest. Also schneiden wirst du hier oben, ja? Schneiden werde ich dann hier oben. Perfekt. Ja. Ich übergebe danke, Stefan. Meine Liebe Ante. Vielen Dank. Also wir lassen uns überraschen, was nachher die Flädlesuppe, wie das zusammengeschnitten wird und zusammen getan wird. Ich freue mich jetzt auf unsere nächste Köchin, nämlich auf Antje. Antje, schön, dass du da bist. Hallo, grüß. Du hast heute auch ein Festtagsessen mitgebracht, das du mit uns teilen wirst. Genau, und zwar einen Braten, einen Nussbraten. Theoretisch ganz einfach. Bestimmte Sachen hat man einfach zu Hause, das sage ich euch. Als Grund braucht ihr eigentlich Zwiebel. Zwiebel ist wichtig für den Braten. Und indem das noch besser wird, tue ich die Zwiebel ein bisschen anbrutzeln. Ihr braucht Brot, Vollkornbrot hat man meistens irgendwie zu Hause, Brot, egal in welcher Weise, klein machen. Und ihr braucht als drittes, braucht ihr Nüsse, Nussbraten. Für die Nüsse ist total egal, ganz gut sind Walnüsse und sind Mandeln. Ihr könnt auch Haselnüsse nehmen, ich habe einen Braten mit Walnüssen, den habe ich schon. Und den anderen mache ich mit Haselnüssen, können wir dann einfach mal kosten, wie das schmeckt. Und da kommen ganz viele Gewürze rein, das zeige ich euch. Alles zusammen, in den Ofen, perfekt. Und da kommt der Matze mit seiner Soße und dann ist es fast eine runde Sache, fehlen nur noch die Klöße. Okay? Jetzt sind wir gespannt, danke. Guck mal,
Ich habe schon viele Sachen vorbereitet. Könnte mir vielleicht jemand eine Pfanne bringen? Achso, eine Pfanne? Also, wir haben alles vorbereitet außer eine Pfanne. Was mag das hier sein? Oder wir machen es so, wir tun die einfach. Wir können die auch roh reinmachen. Geht auch. Dann machen wir es einfach, wenn das so ein bisschen nicht unser Freund heute ist. Oder? Und wir eine Pfanne. So, wir eine Pfanne bekommen, ist alles gut. Jetzt gucken wir mal. Also, ihr nehmt eine Riesenschüssel. Große Schüssel. Da haben wir das Brot, das habe ich schon klein gemacht. Ihr könnt das würfeln. Ich habe es einfach im Mixer klein gemixt. Fertig. Hm? Was? Kein getrocknetes Brot, nein. Also auch kein frisches Brot. Also ich habe jetzt altes Brot, älteres Brot genommen, was einfach in, was wir, also besser gesagt, frisches Brot, was wir in die Tiefkühltruhe getan hatten und das habe ich rausgeholt. Für solche Sachen ist es einfach toll. Man hat manchmal, wenn man Brot backt, recht viel. Was macht man damit? Man schneidet es klein und dann sagt man, Und da ist so ein Braten total ideal. Ja? Dann kommt das rein. Das Rezept kriegt ihr dann. Das ist, muss man dazu sagen, das ist jetzt so ein bisschen die vierfache Menge von allem. Weil in so einer Kastenform kommt das nachher rein. Wenn man diese Version von dem Rezept macht, dann habt ihr unten vielleicht so viel bedeckt. Also wenn ihr das... Wenn ihr das machen wollt, dann macht die doppelte Menge von dem Rezept. Dann habt ihr wenigstens in dieser Kastenform habt ihr gut die Hälfte. Und dann sieht es einfach schöner aus. Man kann es aufs Brot legen sogar. Man kann es kalt und warm essen. Ist egal, nur dass ihr es wisst. Ja. Was für ein Brot hast du jetzt genommen? Das ist Vollkornbrot. Das ist rein mit Sauerteig. Reines Vollkornbrot. Weizen. Genau. Weizenbrot. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Ein paar Körner sind ein paar Sonnenblumen. Kernlein sind auch drin, das sieht man sogar noch. Dann habe ich hier meine Nüsse, das sind, was ich vorhin gesagt habe, Haselnüsse drin und ich habe noch den Rest von Walnüssen drin, aber der Hauptteil sind eigentlich Haselnüsse. Ja? In dem anderen ist der Hauptteil eigentlich Walnüsse und sind Mandeln, ja? Die einfach klein gemacht, nicht zu klein, sodass man will auch was beißen, oder? Wenn man das zu klein macht, dann ist es schon Zahnlose. Okay? Das kommt auch alles da rein. Dann haben wir unsere Zwiebeln. Jetzt passt mal auf. Ich nehme mal, normal mache ich es gerne mit Wasser zu Hause. Also Suppe gibt es nachher nicht, die verdampft gerade. Passt es aus? Ist einfach aus. Ja, okay. Guck mal, ich tue einfach mal ein bisschen rein, weil ich traue der Pfanne nicht. Okay. So. Hast du einen? Eine Kelle, hier sind welche. So was vielleicht? Zum Rühren. Oder einen Löffel? Magst du mir einen Löffel? Guck mal. Machen wir das klein. Ich habe ein paar rote Zwiebeln noch mit reingetan. Ist das an? Nö, ne? Nein. Dann mach mal. Ich habe damit noch nie gekocht. Aber das kriegen wir hin. Bestimmt. Also, es ist ganz einfach. Ich habe ja einen Ron hier an meiner Seite. Ja, ne? Zweifel passt. Machen schon. Wir hier ein Feuerchen. Ah ja, das kriegt man hin. Mhm. Okay. Gut. Dann können wir in der Zeit, wenn das brutzelt, kann ich schon einfach ein paar Gewürze reintun. Richtig gut, finde ich, ist, um einen Bratentechnisch zu machen, Majoran. Ich finde, Majoran hat so richtig schon so einen, will nicht sagen Wurstgeschmack, aber das ist, wenn man das schon so riecht, das ist. Einfach lecker. Okay, kannst du vielleicht? Sehr gerne, ja. Ich kümmere mich um deine Zwiebeln. Okay. Das sind ganz schön viele Zwiebeln. Das ist für auf die Menge, ja? Ja. Wie viele Gramm Zwiebeln sind das? Das sind eigentlich, auf das vom Rezept sind es eigentlich immer so ein Drittel. Also man hat ein Drittel von Brot, man hat ein Drittel Zwiebeln und man hat ein Drittel Haselnüsse. Vielleicht ein bisschen mehr Brot, aber nicht viel. Also das ist recht viel, ja. Einfach so von der Masse. Und ich finde, Zwiebel ist wichtig, weil das schmeckt einfach ganz toll. Man kann auch Knoblauch gerne reinmachen. Ich habe diesmal jetzt keinen Knoblauch reingemacht. Weiß auch nicht, warum. Und wenn du Knoblauch reinmachst, machst du ihn aber nicht jetzt rein, oder? Nee. Sondern? Man kann den gerne reinmachen, aber dann kann man den vorher so ein bisschen anbrutzeln. Aber ich mag Knoblauch total gerne roh. Also ich würde den, wenn...
so reinmachen, italienische Kräuter dazu, dann hat man eher so einen italienischen Braten, ja, also da ist total frei. Man kann auch in den Braten Mais reinmachen, wenn man Mais liebt, werft Mais rein, ihr könnt Erbsen reinmachen, ihr könnt Möhren reinmachen, also alles, was ihr dort wollt, könnt ihr dort reinmachen, ja, das ist echt einfach eine Masse, die ihr füllen könnt ohne Ende, ja. Ja, ich brauche noch einen Löffel. Ich hole kurz meine Sachen alle her. Super. So, das haben wir hier. Okay, gut. Das backst du nachher richtig im Ofen, ja? Also du wirst wahrscheinlich gleich die Zwiebeln in das Brot. Die kommen dort rein, genau. Aha. Ich mache es jetzt so, du brutzelst noch ein bisschen. Ich brutzel. Und dann mache ich einfach schon Kräuterlein rein. Das ist Majoran. Majoran ist super. Ich glaube, Majoran kann man auch nie zu viel nehmen. Ich hab versehentlich mal so eine ganze Tüte Majoran in meine Nudeltomatensoße gekippt. Was soll ich sagen, geschmeckt. Also man macht ein bisschen rein, das fällt einem alles rein. Man braucht es da nicht raussammeln, Majoran ist okay. Komm, okay, her. Das ist gut. Danke. Okay, also, schön rein. Dann können wir ein bisschen Estragon auch reinmachen. Wusstest du, dass Estragon ein uraltes Gewürz ist, das schon ganz, ganz lange verwendet wird? Echt? Nee. Ich habe gelesen, dass schon 1500 vor Christus im alten Ägypten Estragon verwendet wurde, in großen Mengen eingeführt wurde. Nicht etwa als Gewürz, um damit zu kochen, sondern um irgendwelchen, Göttern in irgendwelchen Tempeln zu opfern. Dafür haben sie in großen Mengen Estragon eingeführt. Okay. Denkt man gar nicht. Sieht gar nicht so von ja, ich glaub, aus grün. Die Isis, glaube ich, haben sie. Heißt die Isis? Ich glaube. Die haben sie damit verehrt. Echt? Okay. Da kommt Estragon schon in uralten Literaturen vor, dass sie in großen Mengen nach Afrika gebracht worden sind. Lernt man immer dazu, ne? Okay, dann, es ist zwar gut, Hefeflocken nicht unbedingt warm zu machen, das kennt ihr bestimmt. Also am besten ist es eigentlich, wenn ihr Hefeflocken nehmt, dass ihr Hefeflocken nicht backt, bratet. Ja? Jetzt ist für den Braten, es ist blöd, wie wir es machen, einfach vom Geschmack her, das macht viel. Aber für euch zu Hause, wenn ihr gerne von den Vitaminen die volle Ausbeute haben wollt, dann nehmt die Hefeflocken, ohne dass sie vorher gekocht haben. Das heißt, wenn ihr eine Soße macht oder sowas, dann macht es eigentlich fast ganz, ganz, ganz zum Schluss rein. Wenn die Soße einfach schon ein bisschen runtergekommen ist. Oder wir machen es auch gerne so auf Avocado, auf Brot, Avocado-Brot und ein bisschen Salz drüber. Ist eine ganz, ganz feine Sache. Ja. Wir haben ein Gewürz, ihr habt die Vitamine, die ihr braucht. Ja. Avocado dazu ist eigentlich alles fertig. Eine Tomate ist perfekt. Okay? Für die Menge, ich habe 2 reingeschrieben, ich mache jetzt 8 rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, und noch ein. Gut. Okay. Man hört immer viel, dass diese Hefeflocken sehr, sehr reich an Vitamin B sind. Oh ja. Ist das wahr, ja? Die haben wahnsinnig viel Vitamine. Also die Hefeflocken sind echt perfekt. Vor allem, wenn man sich einfach rein pflanzlich ernähren möchte, was definitiv gut ist, ist außen vor, ist das eine tolle Sache. Ja. Mit den Hefeflocken kann man ganz viel machen, wenn man diese Aufstriche besorgt. Da steht auch viel so Hefepaste oder sowas. Das Vitamat, das ist auch Hefe eigentlich drin, womit man würzen kann. Aber wenn ihr die Hefeflocken reinnehmt, einfach aufpassen. Ja? Nicht denken, überall reintun zum Hallo, Kochen. Hallo, Benina. Kochst du mit? Danke. Wasser ist wichtig, Leute, oder? Benina, du kochst mit uns, ja? Nee, aber du isst nachher mit uns. Warte. Bestimmt. Ja? Also ich glaube, die Zwiebeln, die werden langsam so ein bisschen glasig. Ja, noch ein bisschen. Mhm. Ich habe gerade ein technisches Problem. Kann ich dir helfen? Nee, warte. Warte. Ja.
kriegen wir alles hin, gar kein Problem. Guck mal, da oben ist auch gut. Ja, Mäuschen. So. Du hast Hunger, oder? Ja, ne? Kannst es gar nicht erwarten. Also, wir haben jetzt die Hefeflocken. Eine Stunde brauchen wir noch. Du hast gefragt, wo ich die Hefeflocken kaufe. Ich kaufe die im Internet über Hila. Da kannst du so ein 500 Gramm Beutelchen besorgen. Und das hält echt lange. Okay. Guck mal. Jetzt mache ich noch ein bisschen Paprikapulver drauf. Mein Mann, der findet Paprikapulver einen Traum. Das ist mildes Paprikapulver. So, alles so ein bisschen nach Gefühl. Dann kommt noch ein bisschen Tomatenmark. Das macht die ganze Sache schön rot. Braten. So. Auf dem Rezept, das wir von dir bekommen, da stehen die Mengen dann aber drauf, oder? Die Mengen, die stehen bis zum Tomatenmark und die Hefeflocken. Ich muss gerade überlegen, die Kräuter, so ein bisschen nach Gefühl. Die Gemüsebrühe auch nach Gefühl. Aber der meiste Teil steht da, ja. Oh ja. Ja, ich schalte am meisten daran, dann wenn da steht, nach Gefühl. Nee, okay. Gerade gucken. Muss ich aufmachen. So. Das ist eine lange Zeit her. Damals in der Schule hatte ich im Chemieunterricht, hatte mein Lehrer mal den Fehler gemacht. Er schrieb an die Tafel, wir sollten eine Mischung machen mit Säuren und Jod. Und er schrieb, ich solle ein bisschen Jod stand an der Tafel. Aha. Er meinte eine Messerspitze, hat es aber nicht geschrieben. Und ich dachte ein bisschen und habe dieses Fässchen genommen, das er da hatte und habe das in meine Mixtur gekippt. Aha. Das Resultat davon, das war alles kam rüber, der ganze Tisch war rot. Und der Tisch und der Stuhl musste am Ende weggeschmissen werden, weil es keiner mehr sauber machen konnte. Ich habe also unser Chemielabor direkt versaut. Und das war, die Menge war ein bisschen. Deswegen bin ich mal dankbar, wenn die Mengen irgendwo angegeben sind. Salz. Gerade gucken. Das Salz. Was suchst du? Salz? Ich suche Salz, ja. Ach da, danke. Manchmal, ne? Manchmal steht das alles so nah und dann doch so fern. Mich kurz ein bisschen festschnüren. Jetzt rutscht das Mikro weg. So. Alles kein Problem. So, okay. Gut. Machst du gut, Honig? Ist, oder? Also die. Fast lase ich jetzt. Davon kommt auch ein bisschen rein. Einfach vom Geschmack her. Haben wir wieder ein paar Kräuter. Kräuter sind wichtig, ja. Hat wahnsinnig viel Vitamine, Minerale ist. Perfekt. So. Ihr denkt dran, ja? Vierfache Menge, die ich mache. Dann noch ein bisschen Sojafein. Da kommen keine Eier rein. Alle Sojasachen, Sojamehl, Sojamilch, was Stefan vorhin mit dem Pfannkuchen gemacht haben, tun wahnsinnig toll binden. Das ist irre. Ja, müsst ihr einfach zu Hause ein bisschen austesten. Und das Sojafein auch, das kommt rein und hält die ganze Sache auch wieder zusätzlich zusammen. Okay? Was ist denn Sojafein? Ist das eine Sojamilch? Eigentlich fermentierte Sojabohne. Ich habe mich noch nie richtig gefragt, aber eigentlich steht geschälte Sojabohne drin drauf. Öl, Wasser, Salz. Ah, mit Öl, okay. Mhm. Aha. Ist das wie eine etwas dickere Sojamilch mit Öl? Mhm. Lass den Matze weg. Könnte mir jemand ein bisschen warmes Wasser bringen? Geht das? Haben wir? Das wäre lieb, danke. So, dann spickel ich ganz kurz nochmal auf mein Rezept. Nicht, dass ich was vergessen habe und ihr sagt, nein, alles drin, gut. Und dann brauchen wir noch die Bratenform. Da ist unten so diese Kastenform. Und dann können wir die Zwiebeln reintun. Die mittlerweile schon ganz gut aussehen, oder? Sehen gut aus. Hm? Sind glasig.
Dann darfst du. Dann darfst du das umfüllen. Darfst du da reinkommen? Ich zeige das einmal für diejenigen unter uns, die noch nie in ihrem Leben eine Zwiebel angebraten haben. So ungefähr muss es aussehen. Nee, weil diese Brühe, die würzt ganz, da habe ich jetzt ein bisschen mehr reingetan. Aber man kann es auch, ja. Also man kann anstatt jetzt von dieser Gemüsebrühe, kann man auch einfach nur Salz reintun. Mhm. Danke dir. Okay. Danke. Supi. So, wir haben Brot, Zwiebeln, Nüsse. So, Nüsse, genau, jeweils ein Drittel ungefähr. Mhm. Sojafein, Salz, nee, Salz noch nicht. Kommt noch. Gemüsebrühepulver. Genau. Was vergessen? Paprika. Tomatenmark. Majoran, genau. Ah, Majoran, Estragon. Die Gewürze. Ich weiß gar nicht, wie viel Estragon hast du da jetzt genommen? Majoran war relativ viel. Hm, Estragon auch. Okay. Mhm. Tu noch ein bisschen Petersilie rein. Hat er doch auch gemacht, Stefan. Das sieht aus wie welche. Ist das Petersilie? Ja, aber weißt du, die müssen wir schnibbeln. Die ist zur Deko. Oh. Gut. Noch ein bisschen Petersilie rein. So. Hopp. Okay. Lassen nichts verkommen. Und dann macht man mit sauberen Händen. Kannst du mir noch mal Wasser besorgen? Oder jemand, ja? Das ist lieb, danke. Hatte ich gehofft, dass ich dir Anche mal das Wasser reichen kann. Gut. Und dann wird das einfach richtig schön gemischt. Wasser braucht man gar nicht mehr. Kannst du mir einen Gefallen tun von dem Sojafein mir noch ein bisschen was geben? Ja, klar. Ja, das wäre super. Okay, danke. So. Gut. Da ist eine ganze Menge drin. Ja. Mehr Meeresalge, glaube ich, auch oder sowas. Hat gereicht, danke, Rosa. Ja, vor allem ist auch etwas gesüßt. Mhm. Guckt mal. Upp. Ich heb das kurz hoch. Seht ihr das? Ja? Wasser halt auch. Steht da ein bisschen heißes Wasser. Einfach gucken. Ihr mengt die Sache? Warte, ich halte es mal hoch mit. Okay. Du hast bis jetzt aber noch kein Salz drin, richtig? Du. In der Gemüsebrühe wurde ich vorhin auch schon gefragt, da ist Salz. Und mir ist es eingefallen, gestern habe ich das vorgestern drauf gemacht und habe gesagt, wenn ich da Salz dazu getan hätte, wäre es vielleicht ein bisschen Ticken zu viel gewesen. Hm. Und ich habe mich vorhin auch gemerkt, ich habe ein bisschen zu viel da drauf getan, da lässt man Salz lieber ein bisschen, wir wissen ja. Der Blutdruck und so. Der Blutdruck, ne? Genau. Guck mal, und jetzt habe ich hier eine Form, einfach eine Kastenform, am besten Mit Backpapier. Ohne Backpapier ist einfach total doof. Sorry für meine dreckigen Hände, die werden gleich sauber gemacht. Gesundheit. Ich fülle das jetzt einfach hier rein, drück das schön fest und dann kommt das in den Ofen rein. Wahrscheinlich bei 200 Grad 30 Minuten. 180 Grad 30 Minuten. Ja. So.
So. So, kann man schön festdrücken. Und bekommt das später so eine Kruste? Also wird das richtig fest? Ja, und zwar kann man die Kruste noch ein bisschen provozieren, indem man am Ende noch ein bisschen Öl drauf macht. Ein bisschen Olivenöl mit dem Pinsel aufstreichen. Da wird das richtig schön knusprig oben. Ist ganz lecker. Ich habe da hinten auch einen Pinsel, Ronny. Ja. Ja. Warte. Der könnte überall sein. Ja. So, super. Ja, perfekt. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt ein Tuch geben. Achso, eine Schüssel, perfekt. So. Wahrscheinlich nimmst du Olivenöl, oder? Ja, perfekt. Um es einzustreichen. Mhm, genau. Und da kann man da ein bisschen drauf machen. So. Ich werde hier mal ein bisschen Olivenöl reinschütten, ja? Ja, perfekt. Ich hoffe, das ist kein Loch. Nein. Danke dir. Guckt, und dann macht ihr einfach ein bisschen drüber und dann geht das ab in den Ofen. Und dann darf die Soße kommen. Die Soße. Die Soße, wer hat die Soße? Das ist doch der... Der Matthias. Der Matthias hat die Soße. Ja. Ja, ja. Aha. Weil zu einem richtigen Braten gehört Soße, oder? Oh. Der kann noch so gut sein, aber die Soße. Wird er sich eigentlich im Volumen jetzt noch verändern, wenn er in den Ofen kommt? Nee, ist kein Backpulver drin. Also man muss nicht damit rechnen, dass da irgendwas... Nee, da passiert gar nichts. Es tut auch nicht brutzeln oder schrumpft irgendwie... Schrumpft auch nicht zusammen, oder? Okay. Nee, schrumpfen tut es auch nicht, außer man lässt es zu lang drin. Okay. Supi. So. Perfekt. Und dann kommt das schön in den Ofen. Okay, und dann gucken wir mal. Also du wirst ihn jetzt in den Ofen stellen und in 30 Minuten werde ich dich dann hier wieder begrüßen, ja? Mit, Eher schon. Eher schon? Oh, wir sind vorbereitet. Bei Braten und Soße, da fehlt noch was, oder? Da fehlen noch ein paar Sachen. Hm? Oh ja. Oh, lass uns überraschen. Oh, ja. Danke. Wir werden mal schauen. Wir haben einen Braten, die Soße kommt gleich, die Soße wird der Matthias uns gleich zeigen, wie man eine gute Bratensoße hinbekommt. Auf die Soße, die Matthias uns, ich sehe schon, mitgebracht hat. Ich dachte, du bereitest sie jetzt hier mit uns vor. Hallo, Ronny. Aber es sieht schon fertig aus. Grüß dich, Matthias. Nein. Ich habe nur etwas vorbereitet. Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier absetzen. Ich würde gerne noch einen Topf holen. Und dann machen wir weiter. So, was ich auf alle Fälle brauche, ist noch einen freien Platz. Nimm gleich den. Nehmen wir den, oder? Super. Ja, Ronny, ich habe schon mal was vorbereitet. Einfach aus dem Grund, wenn man eine Soße zubereitet, dann ist das einfach, dann braucht das Zeit. Und Soßen sind so dankbar, deswegen mache ich die auch gern, weil man die kann man so einfach nebenbei mal machen. Ja, Soßen sind das Einzige, wo ich mich nie rantraue. Warum nicht? Also außer Mehl in der Pfanne, Wasser und dann irgendwie wird da nicht viel bei mir. Du brauchst doch bloß ein bisschen was zusammenschnippeln und rein und anbraten lassen und dann ein bisschen Wasser drauf und dann ein bisschen würzen und dann fertig bist du doch. Einfach, ich lasse mir, heute lerne ich was. Okay, dann zeige ich dir mal am besten, wie man das macht. Da wäre ich dir dankbar. Ich habe da auch schon mal was vorbereitet. Und zwar, schau mal. Und zwar, deswegen habe ich das vorbereitet, weil wir sonst ungefähr hier eine Stunde vielleicht warten müssten. Weil Soße ist dankbar. Du tust am besten vorbereiten für eine gute Soße. Und wir tun ja eine Bratensoße uns vorbereiten. Hm. Weil wir zum bisschen Festtag und so weiter möchten wir eigentlich eine Bratensoße haben, die so ein bisschen den Geschmack von Würze hat und so ein bisschen was Herzhaftes hat. Ja? Du erkennst meine Schwierigkeit, genau. Deswegen musst du auch Gewürze nehmen, beziehungsweise Zutaten nehmen, die so ein bisschen was hergeben. Ja?
dass du nicht bloß dann irgendwann irgendeine Wassersuppe hast, weil das wäre schade. Deswegen, auf alle Fälle als Hauptzutat habe ich genommen Zwiebeln, das sind ungefähr anderthalb, was ich hier drin habe. Ich habe die rote Zwiebel genommen, weil die rote Zwiebel hat mehr ein bisschen Farbstoff schon mit drin und sie ist ein bisschen würziger, finde ich, meine Meinung. Kann jemand anders vielleicht anders drüber denken. Und du hast... Guck mal, das hast du gerade entdeckt, das hätte ich noch dann später angeführt. Hier drüben habe ich noch sozusagen die Knoblauchzehe liegen. Normalerweise, ich habe das jetzt bloß so zum Anschauen, damit man sieht, was ich drin habe. Hier habe ich ungefähr 3 Knoblauchzehen drin. Okay. Aber die Reihenfolge, wartet mal, ich habe hier irgendwo noch mein Zettelchen, damit wir ungefähr wissen von der Reihenfolge. Also, zuerst mal nehme ich sozusagen die Zwiebel, tue die schön klein hacken. Dann habe ich Karotten mir genommen. Das sind ungefähr 1,5 Karotten, die ich genommen habe. Und die meisten tun die immer die Karotten klein würfeln. Das ist mir zu kompliziert. Wer Karotten mal klein geschnitten hat und so weiter, weiß, das dauert lange und das rutscht dann ab und so weiter. Man braucht immer ein scharfes Messer. Und damit ich mir das ein bisschen erspare, habe ich die fein geraspelt. Ja? Und du hast bestimmt auf deinem Rezept die Menge angegeben, wie viele Karotten das sind. Habe ich gerade gesagt, 1,5 bis 2. Oder? Habe ich es gesagt? Das hast du gesagt, aber wir haben in Deutschland natürlich keine Normkarotte. Das ist wahrscheinlich so 100 Nein, Gramm, oder? Ihr seht ungefähr, ihr könnt das zu Hause machen, weil, wie Antje schon vorhin gesagt hat, Kochen ist Gefühl. Ich kann nicht mit einer Waage in der Küche stehen, da werde ich verrückt. Meine Frau macht das gern. Aber ich kann auch nicht ohne. Stellst die Waage hin, dann kocht sie alles nach Gramm und so weiter und so fort. Das kann ich nicht. Da gehe ich in die Asche. Dann macht Kochen mir auch keinen Spaß. Kochen ist Gefühl. Kochen ist Spannung. Ja, bei mir hängt es so ein bisschen, Kochen muss am Ende schmecken, deswegen bin ich mit meinem Gefühl da. Also, als nächstes, was man reinmacht, eine schöne Bratensauce ist so, ein bisschen Sellerie. Ihr seht, ich habe eine große Knolle unten gehabt, die ist ungefähr so viel. Ja, so. Die habe ich geviertelt. Und das ist sozusagen jetzt von dem Viertel ungefähr nochmal die Hälfte. Also ein Achtel vielleicht. Also man braucht nicht so viel davon. Okay. Ja? Dann habe ich noch genommen 6 Champignons. Würde ich euch auch empfehlen, die braune Sorte. Schmeckt besser, würzt besser. Und vor allen Dingen, wenn man Zutaten verwendet, ist meins, meine Frau schimpft immer wieder, aber ich nehme immer sehr hochwertige Zutaten, weil umso hochwertiger die Zutaten sind, also das heißt, ich kaufe lieber gern etwas Bio, umso besser schmeckt es halt. Ich glaube, das ist ein geschickter Zug. Also das sind, glaube ich, auch, ich glaube, wir Deutschen sind dafür bekannt, dass wir in unsere Autos das teuerste und beste Öl hineinkippen, aber in uns das günstigste aus dem Kühlregal nehmen. Wir wollen halt sparen, damit wir uns den Wagen damit wir den großen Wagen fahren können. Genau. Also diese Zutaten, die ihr jetzt hier seht, also die Champignons, die Zwiebeln, den Sellerie und die Karotten habe ich sozusagen mit etwas reichlich Öl in der Pfanne angebraten. Ah, okay, das ist okay, genau das ist deswegen, und das wollte ich jetzt vom Zeit und vom Geruch euch nicht ganz zumuten, weil nicht jeder mag es, wenn Zwiebeln braten. Deswegen in der Küche immer schön die Dunstabzugshaube anmachen, dann wird es ein bisschen besser für den Rest der Wohnung. Guter Tipp, danke. Also hier du hast hier Öl reingemacht, dann die Öl reingemacht, Zwiebeln zuerst? Die Zwiebeln, Karotten, Sellerie und die Pilze zusammen. Alles hinein. Okay. Genau. Das wird dann schön gold, gelb, braun. Also umso besser ich es anbrate, umso schonender ich das anbrate, es darf nicht verbrennen. Das ist schon wichtig, weil dann verdirbt es auch den Geschmack. Aber sobald es dann richtig schön braun ist, gibt es auch die schöne Soßenfarbe. Weil wir wollen ja eine braune Soße haben. Ist ja zum Braten perfekt, ne? Also eine helle Soße isst man zum Spargel, eine braune eigentlich zum Braten. Ja. Ist das die ganze Flüssigkeit, die ich hier sehe, ist das Öl? Na, das wäre natürlich... Gott, bewahre uns davor. Das wäre ungesund. Nein. Gehen wir der Reihenfolge nach. Nachdem wir das sozusagen angebraten haben, geben wir dann ganz zum Schluss zerdrückten Knoblauch rein. Lassen den noch ein bisschen sozusagen mit sozusagen andünsten, weil es bindet im Öl schön den Geschmacksstoff von dem Knoblauch mit rein. Und dann habe ich sozusagen das schon mit drin. Und vor allen Dingen, es riecht dann nicht auch so heftig danach. Ah, okay. Ja. Deswegen der Knoblauch dann kurz noch ein bisschen anbraten mit und danach kommt Wasser rein. Gut. 1 Liter bis 1,5 habe ich jetzt hier aufgegossen gehabt, deswegen die große Flüssigkeitsmenge und dann wird das geköchelt. Weil wir wollen ja, dass sozusagen die Wirkstoffe bzw. die Geschmacksstoffe, die jetzt in diesem rohen Artikel hier drin sind, die vielleicht auch durch das Dünsten schon etwas gelöst worden sind, dass die dann ins Wasser übergehen. Ja.
möchtest ja nicht Wassersuppe mit etwas Geschmacksvollen, also mit einem Kartenstück essen, sondern sollte sagen, die Soße soll ja insgesamt auch schmecken. Ja, dafür lässt es wahrscheinlich eine ganze Weile köcheln, bis viel Wasserdampf verschwindet. Nein. Wasserdampf, du kannst es auch mit geschlossenem Deckel köcheln lassen, so bleibt das Wasser schon im Kreislauf mit enthalten. Okay, ich hatte immer gedacht, man muss... Es geht nicht darum, das Wasser wegzukochen, sondern okay, es geht darum, dass sozusagen der Geschmack und die Wirkstoffe aus dem Nahrungsmittel in das Wasser hineingehen. Okay, du lässt es drin. Ich hätte immer gedacht, bei einer Soße lässt man das Wasser nach und nach, wie sagt man, reduzieren. Man schiebt das Wasser raus, und schön dicke Soße hat. Wenn du es anlegen möchtest, schon. Ja. Okay. Also die Homöopathen, die schütteln und wir lassen kochen. okay, danke. Gut, wenn das dann sozusagen geköchelt ist, sieht das dann so aus dann wie hier. Man wundert sich dann manchmal, weil es wird dadurch, dass es kocht, wird die Soße auch schon allein etwas dicker. Mhm. Ja, jetzt können wir das mal anschalten hier, das ist noch ein bisschen. Machen wir die Soße noch ein bisschen wärmer. Genau, und jetzt, wenn die Soße dann so, man merkt das schon, wenn sozusagen die Farbstoffe und beziehungsweise das Gemüse sozusagen zergeht, dann wird die Soße, beziehungsweise das Wasser wird auch etwas dunkler. Ja? Mhm, ja. Gut. Und wenn das denn soweit ist, ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, dass ich die Soße sozusagen würzen kann. Okay. Aha. Wenn man jetzt schmeckt, Ronny, wir können es ja mal testen. Ich hätte gehofft, du sagst das. Willst du mal... Löffel haben wir hier. Ja, gerne. Warte, ich schau mal hier auch einen Löffel. Das ist schon noch ein bisschen Beimengung dazu, aber das kannst du schon mal... Das ist jetzt ungewürzt. Sag mal, was noch mit drin ist. Kost es und sag mal, was noch mit drin ist. Eins, was habe ich vergessen, doch zu sagen. Okay. Rosinen. Ja, zwei Versuche hast du. Irgendwie ist es süß. Schau mal, welches ist davon schon drin? Ich habe es mit hier dabei. Was ist damit bei? Ich will mal gucken, was das ist. Also, das Rote, das könnte vielleicht Paprika sein. Mhm. Das ist hoffentlich kein Zimt. Nein. Was ist es? Das braune welche? Das ist Karo. Das riecht wie, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist Karo. Getreidekaffee. Mhm. Genau. Hast du da Getreidekaffee jetzt schon drin? Nein, noch nicht. Kommt noch rein. Okay. Ist es das vielleicht? Was ist das? Das ist Honig. Honig, das ist bestimmt das Süße hier drin. Du hast keine Rosinen drin, du hast da Honig drin. Das, was hier drin... Ein Artikel von Denim ist hier da drin. Sag's, das ist Salz. Das ist auch nicht wirklich. Das ist so süßes Salz nicht. Wenn man Salz beim Anbraten von Zwiebeln und so weiter schon mit dazu nimmt, wird sozusagen die Flüssigkeit in der Zwiebel und in den Pilzen schon leicht entzogen und der ganze Prozess geht schneller vom Anbraten. Ah, okay. Deswegen Salz schon mit reinnehmen. Gleich am Anfang. Mhm. Und das sind zwei Teelöffel, habe ich da schon mit reingemacht. Das hat so eine gewisse Süße. Woher kommt das? Karotte. Ist süß. Ah, okay. Gut. Gut. Du merkst, viele Geschmacksknospen werden schon gerade bedient, oder? Hab ich gerade gedacht, also, wo sind meine hin? Ich habe als kleiner Junge Karotten nie unter Süßspeisen verbucht. Ich meine Mama nach was Süßem gefragt, dann hat sie mir nie eine Karotte gegeben. Aber es ist gut. Kannst du bei deinen Kindern dann machen. Ja, das ist clever. Süßes. So, jetzt habe ich ein was noch vergessen, ein was brauche ich noch. Spielst du schon wieder mit einer Orange? Ja, mit einer gespickten Orange. Ich bin gespannt, ob das zur Deko gehört oder ob wir die nachher noch verwenden. Bin ich auch gespannt. Hm. Also zumindest bei dem anderen Rezept, was ich dann noch präsentiere, ist Orange drin. Ich hoffe, du auch. Mit Nägen? Lass dich überraschen. Okay. Fast. Gut, also was kommt als nächstes rein? Was wir noch reinmachen ist etwas Paprikapulver. Ich nehme da sozusagen diese Edelsüßsorte. Das nehme ich jetzt rein. Die Soße fängt schon wieder leicht an zu köcheln. Das können wir mit reinmachen. Als nächstes nehme ich rein ein bisschen Karo. Malzkaffee, ne? Das finde ich ganz interessant. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Malzkaffee kocht. Es sei denn, er kocht Malzkaffee. Rundet den Geschmack noch ein bisschen ab. Und wenn du Kaffee trinkst, ist er garantiert nicht hell. Was ist er? Dunkel. Bringt noch ein bisschen Farbstoff mit. Dunkel. Ja, wir wollen eine braune Soße haben. Also rein damit, oder?
Also du nimmst es als Geschmacksträger oder als Farbstoff oder beides? Beides. Interessant. Okay. Interessant, oder? Mhm. Vor allen Dingen, du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Geschmack und Farbe. Gut. Ja. Was wir noch reinmachen, ist ein bisschen Honig. Nimmst du da einen bestimmten Honig? Weil es gibt irgendwie 300 Arten Honig und jeder schmeckt anders. Also ich würde keinen Waldhonig nehmen, der ist mir zu geschmacksintensiv. Ja. Was ich am liebsten mache, ist so eine Art Sonnenblumenhonig mit reinnehmen. Also jetzt deswegen ist der auch schön gelb. Mhm. Also man sollte einen relativ geschmacksneutralen Honig nehmen. Weil ich nehme den Honig nämlich als Süßstoff. Zum Abbinden nochmal vom Geschmack so ein bisschen, dass so alle Geschmacksknospen bedient werden. Ja. Kleiner Freudscher. Und wenn der Honig dann am Ende dominiert, ist das schief gelaufen. Das wäre nicht so toll. Ich glaube, als neutralen Honig ist, glaube ich, Akazienhonig der perfekte. Ich glaube, der hat fast gar keinen eigenen Geschmack, Akazienhonig. Also, wenn er nach gar nichts schmeckt, klar, dann ist er bloß süß. Süß. Ja. Ich nehme gerne den Sonnenblumenhonig, der hat noch so einen leichten, abgerundeten, schönen Geschmack. Ja. Ich glaube, da kann man auch viel experimentieren. Ne? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Mach das und du wirst feststellen, es macht Spaß. So, was machen wir noch rein? Salz ist schon drin, Honig, Sojasauce. Sojasauce habe ich, genau. Sojasauce ist als Geschmacksverstärker. Denn Sojasauce hat relativ viele Glutamate drin. Natürliche Glutamate, also kein künstlich hergestelltes Mononatriumglutamat, sondern natürliche Glutamate in der Sojasauce, die den Geschmack hervorheben. Man kann viel reinmachen, kann wenig reinmachen, das ist egal. Mhm. Weißt du, was noch ein bisschen geschmacksverstärkend ist? Hefeextrakt. Hefeextrakt, ja, in der Tat. Hefeextrakt sind ja auch Glutamate. Das ist Hefeextrakt? Das ist Hefeextrakt. Gib mal deinen Finger. Und jetzt rein in den Mund damit. Wenn du würken musst... Hat das schon mal jemand gegessen vor mir? Also ich esse das wirklich ungelogen oft öfters mal aufs Brot. Wenn ich einen Salat esse, nehme ich das mir aufs Brot drauf und esse das so. Manche wirken davon. Oh. Willst du was zu trinken haben? Ich hätte da ein lauwarmes... Nee, ist okay. Krass, das schmeckt sehr intensiv, ja. Ja, aber es ist gesund. Meine Mama hat mal gesagt, was gesund ist, dass so Medizin darf nicht gut schmecken. Sonst wirkt sie nicht. Ich glaube, das ist sehr gesund. Aber früher, der Hustensaft hat mir immer gut geschmeckt. Das war stimmt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Hustensaft war eine Ausnahme. Habe ich gerne getrunken. Ja, also rühren dann ab und zu nicht vergessen. Es blubbert zwar und verteilt sich dadurch auch, aber man sollte ab und zu mal umrühren. Wollte ich gerade fragen, weißt du, was da alles drin ist, was für gute Sachen im Hefeextrakt drin sind? Also hier steht zum Beispiel drauf jede Menge B-Vitamine. Ja, B1, B2, B6. B1, B2, B6. Und ich glaube, es gibt eins, das ist angereichert mit B12 auch. Und das ist da nicht. Also B12 ist da nicht drin. Okay. Ja. Also das Hefeextrakt, was ich verwende, da ist kein... aber zum Beispiel für Schwangere auch sehr gut geeignet. Niacin ist mit drin, Pantothensäure ist auch mit drin. Ja, da bin ich ja froh, dass ich... Also als Mann brauchst du das nicht, aber trotzdem ist es für dich auch gut. Gut. Ja. Was wir noch ein bisschen machen, um so ein bisschen noch einen Geschmack mit abzurunden, ist ein bisschen Pfeffer, aber nicht viel, wirklich wenig. Okay, also es wird nicht scharf, das Essen? Nein, überhaupt nicht. Es ist nur noch mal so ein bisschen, weil Pfeffer an sich ist für die Magensäure nicht so toll. Das tut so ein bisschen Magen, sozusagen Säure anregen auch. Sollte man nicht verwenden. Deswegen nicht so viel, deswegen ganz wenig. Okay. Strittig ist auch das Thema Senf. Senf? Aha. Ja. Ganz strittig. Ist strittig, ob des Essigs da drin. Ob des Essigs, auch sozusagen, überhaupt sozusagen auf die Magenreizung ist sozusagen Senf sehr strittig. Ich nehme es einfach gerne auch mit rein, ein bisschen Senf. Ich esse es ja nicht jeden Tag. Ich habe mal gehört, dass man, also es gibt Senf, der ohne Essig gemacht wird, den kann man auch wirklich kaufen, frei im Handels. Erhältlich, Essig ohne Senf. Die haben Zitronensaft mit reingenommen, anstatt von Essig, und es soll sehr gut sein. Okay. Also auch wenn man ihn selber herstellen mag. Würde ich gerne mal probieren wollen, wenn du einfach mir mal eine Adresse gibst. Weil ich habe es jetzt noch nicht so gefunden. Wie heißen die mit der kleinen Zipfelmütze, die Hersteller? Zwergenwiese. Zwergenwiese, okay. Die haben sowas. Das heißt Bioladen gehen. Bioladen, genau. Okay. Ich habe sogar mal gehört, dass man ein Senf herstellen kann. Man nimmt alles Senf, anstatt von Essig nimmt man Rhabarber. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe das mal gehört, das soll sehr, sehr gut gehen. Ich habe es noch nie gekostet, ich wäre mal neugierig. Also vielleicht
irgendwann mal bei irgendeinem Seruim versuchen wir mal einen Senf ohne Essig herzustellen, sondern mit Rhabarber vielleicht. Das soll sehr gut sein. Also, Senf hin oder her? Die Zeit haben wir heute nicht, wir nehmen einfach Senf. Wir nehmen Senf. Ich nehme dann mir 2 Teelöffel rein. Ich mache das jetzt gerade ohne viel Abkosten und Schmecken und so weiter und so fort. Einfach weil schon ein paar Mal gekocht hin und her, deswegen weiß man ungefähr, was man reinmacht. Ja, also 2 Teelöffel sind jetzt da drin. Und das lässt man so ein bisschen noch warm werden, dass die Geschmacksstoffe sich noch ein bisschen lösen können. Hin oder her. Du siehst, die Farbe ist schon ganz gut. Ich hätte noch gesagt, vielleicht für eine Soße noch ein bisschen dünn, oder? Eher eine Suppe ist es jetzt. Kocht wahrscheinlich ein bisschen. Das ist gemein. Ich räume schon mal ab. Ach so, Olivenöl. Aber riechen tut's gut. Ich würde euch empfehlen, gutes Olivenöl dazu zu nehmen. Genau, wie Stefan vorhin sagte, ein natives. Ja, ein kaltgepresstes. Genau, ein hochwertiges Olivenöl. Mhm. Sollte fast in die Kategorie Bioöl mitlaufen. Ich hole es immer beim Sava. Ja, ich glaube, die Griechen sagen, das beste Öl kommt aus Griechenland. Die Italiener sind überzeugt, dass das beste Öl aus Italien kommt. Ich wette, die Spanier sagen. Ja, ist auch egal. Genau, das ist das Problem. So, wisst ihr, was wir vergessen haben? Den Thermomix. Den Thermomix? Hast du den? Warte, hier. Da hast du schon. Okay. Deckel? War wo? Da hinten. Okay. Weil, jetzt ist es nämlich soweit. Wir gucken mal, dass wir die Soße vielleicht noch ein bisschen dick bekommen, oder? Okay. Machst du das jetzt meinetwegen oder war das deine Idee? Naja, weißt du, es ist halt schade, wenn man halt im Kloß isst oder beziehungsweise eine Kartoffel isst oder wie viele hier im Schwabenland in Spätzle. Und du tunkst sozusagen deine Spätzle in die Soße rein und nimmst sie hoch. Ich glaube, sowas macht Stefan nachher, Flädlesuppe. Und das Ganze ist dann halt wieder von der Gabel runtergeronnen. So. Ja, ich wünsche, also, das könntet ihr riechen, das riecht richtig lecker. Echt? Mhm. Gut. Dann bin ich ja froh, dann habe ich hoffentlich nicht viel verkehrt gemacht. Also, ich tue jetzt sozusagen die Soße oder Suppe, so wie du es sagst, tue ich ein bisschen absieben. Man sieht jetzt ganz schön, ich weiß nicht, die Kamera wird es vielleicht irgendwo im Bild mit drin haben, oder ich hebe es mal für euch hoch. Man hat jetzt zweierlei Bestandteile. Ich muss jetzt bloß, ihr merkt, es plätschert drüber. Man hat jetzt wirklich die flüssige Soße hier und sozusagen die festen Bestandteile da im Sieb drin, aber das wird noch ein bisschen besser. Letztendlich ist es so, man hat 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder man nimmt die harten Bestandteile und tut die dann sozusagen fein pürieren, dass man die Suppe, so wie du sagst, dann andickt, dass man eine Soße dann heraus hat. Ah, okay. Mhm. Oder Variante Nummer 2 ist, man dickt sie an. Mhm. So, ich habe mich jetzt für die Variante 2 entschieden. Variante 2, du dickst sie an. Ich dick sie an. Okay. Wo ist der große Löffel? Im großen Löffel haben wir jede Menge. Ja, hier doch, hier war er. Genau. Und zwar, die Bestandteile jetzt hier, die wir sozusagen ausgeschwemmt haben, die sind weich. Deswegen kann ich die jetzt sozusagen ein bisschen noch durch das Sieb drücken. Man sieht es dann wunderbar, was unten rauskommt. Da ist sozusagen wie so ein Brei. Aha. Das ist einfach, damit gehen wir direkt zu Variante 1 über. Ja, also deswegen drücke ich das einfach noch ein bisschen durchs Sieb. Mhm. Durch. Oh, guck mal, hier die Flädle kommt. Stefan, du bist ein Held. Die sind alle in der Keramikpfanne gemacht. Nee. Zum Glück gibt es noch andere Pfannen. Also, sie sind wunderbar und ich tue sie dann zum Schluss schneiden, okay? Kann euch super nur berichten, Stefan war sehr frustriert in der Küche unten gewesen. Sehr frustriert. Er wird nächste Woche einen Termin im Geschäft wieder haben. Ich sage nur Stichwort Reklamation. So. Und zwar habe ich gemerkt, wenn ich
Soße ohne Pilze mache, dann kann ich es pürieren, ohne dass irgendwelche Faserstoffe mir noch irgendwo rumschwirren. Sobald ich einen Pilz mit drin habe, die sind so faserig, das macht keinen Spaß. Und ich möchte eigentlich zu einer Bratensoße, möchte ich gern eigentlich keine klare Soße haben, aber eine Soße, die sozusagen ein bisschen nicht gerade irgendwo noch rumschwirren hat. Ohne Fasern. Ist mein Anspruch. Aha. Also das, was jetzt unten noch mit durchgekommen ist, das kann ich hier wunderbar abziehen. Das würde ich noch mit reinmachen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Kaltes Wasser. Also wir haben hier, ich glaube, wir haben hier, ist das, wir hatten hier lauwarmes Wasser. Das ist mittlerweile schon fast kaltes Wasser. Ich brauche wirklich ganz kaltes Wasser. Ganz kaltes Wasser. Weil jetzt kommt nämlich der letzte Schritt. Okay. Ich mache jetzt nicht alles durch. Es ist ja noch zum Zeigen. Mhm. Und zwar benutze ich jetzt nochmal den Thermomix. Hier hin. Da haben wir ihn. Und zwar leichte Orientierungsstörung. Hier ist noch ein kleiner Deckel. Warte mal, ich wollte eigentlich noch Zewa, Wisch und Furt haben. Haben wir nicht, aber ich habe hier ein paar Servietten geholt. Okay. Das muss es erstmal tun. Ja, ja, ich habe unten die große Rolle stehen. Okay. Dass man den Rand noch ein bisschen sauber macht vorher. So. Danke, Antje. Ja, habe ich noch da. Danke. Reicht mir, danke. Ich bin gespannt, was du mit dem kalten Wasser in der warmen Soße machen willst. Kaltes Wasser musst du immer dann nehmen, wenn du irgendwas zum Anbinden nimmst, dass du das Bindemittel dann erstmal da einrührst, weil wenn du das mit schon heißem Wasser schon einrühren solltest, fängt das an zu klumpen. Okay. Für den Thermomix meistens kein Problem. Das hat wahrscheinlich jeder hier gewusst. Der schlägt ja alles kurz und klein. Aber für diejenigen, die jetzt keinen Thermomix haben und auch jetzt. Deswegen. Soll der Deckel drauf? Auch, ja. Ich wollte noch was reintun. Also, okay. Ich dachte, du hättest jetzt hier irgendwie so einen Automatikauslöser gedrückt. Okay. Genau. Gut. Ich dachte, wir tun noch ein bisschen dekorieren. Braune Wandfarbe. Dann langsam verstreichen, haben wir einen Ockerton. Können auch gleich mal alle probieren, wie die Soße ist. So. Jetzt nehme ich so ein bisschen Wasser mir noch mit dazu. Ist jetzt Guarkernmehl? Ja, genau. Ist geschmacksneutral, bindet sehr, sehr schön. Deswegen nehme ich da noch einen Löffel mit rein. Und dadurch wird die Soße schön abgebunden. Mhm. Was alles für Sachen hast. Haben wir doch beim letzten Kochkurs mit gehabt, ne? Das habe ich nicht in der Küche, aber das ist gut. Soll ich dir mal was zu Weihnachten schenken? Das ist ein reines Fertigungsmittel. Ne? Für nichts anderes kann man das brauchen, oder? Guarkernmehl? Oder was macht man damit noch? Kannst du binden zum... Egal, ob es kalte Speisen sind oder heiße Speisen sind oder wie auch immer. Genau. Super. Legen wir es ab und gehen rüber zum Thermomix. Das gebe ich jetzt noch mit rein. Und dann heißt es einfach, machen wir laut. Er kommt in Fahrt. Läuft. Wollen wir aufmachen? Jetzt gucken wir nochmal rein. Holen unseren Löffel. Hier sind noch ein paar. Ich wollte eigentlich den nehmen, den wir vor uns schon hatten, aber weißt du, da liegen noch ganz viele. Ich glaube, dass die dahin gelegt steht, verlegt man rechts von dir. Nehmen wir den einfach, ist ja jetzt egal. Du hast auch ich koste mit dir, ja? Du willst kosten? Ja, ich habe ja schon vorab gekostet, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt schmeckt. Also, du merkst, die Soße hat schon, von der Konsistenz ist die schon nicht mehr ganz so flüssig. Reicht mir noch nicht. Guacamole? Ich würde ganz klein wenig noch mit reintun. In den Rest, den wir noch an Flüssigkeit haben. Wir haben noch ein bisschen was drin, aber du kannst mir noch ein bisschen was dazugeben. Ronny, sei so gut. Hier. Wenn Männer kochen, ne? Können wir hinterher hier renovieren, ja.
bin immer froh, dass meine Frau mir hilft, dann die Küche danach mal sauber zu machen. Andersrum auch? Wie meine Frau kocht, wenn die gerne. Weißt du, deswegen wechseln wir uns dann mal ab. Jeder tut nach seiner Begabung. Ich mache schmutzig und sie macht sauber. Das nennt sich Symbiose. Schön, dass es klappt. So, mixen wir nochmal, oder? Dann holen wir uns einen kleinen Löffel und probieren nochmal. Ja, jetzt ist es besser. Ja, ihr merkt auch, wenn man jetzt sozusagen den Löffel nimmt und sozusagen ihn in eine andere Richtung laufen lassen, dann bleibt am Löffel wirklich noch was hängen. Es ist nicht ganz so, man könnte es noch einen Ticken dicker vielleicht machen, je nach Belieben. Also jeder hat so seine Vorliebe. Es ist sogar ein bisschen schaumig geworden. Ja, cremig nennt man das vielleicht auch. Cremig. Also schaumig vielleicht so viel. Also es ist nicht wie beim Milchschaum, ja? Aber willst du jetzt mal probieren? Ich würde. Gut. Und du sagst mir ehrlich, wie es schmeckt, wenn noch was fehlen sollte. Aber es müsste gut sein. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Bist du zufrieden? In der Tat, ja, das ist gut. Fehlt noch was? Nein. Okay. Das ist etwas besser als meine Mehlspitze. Das ist echt gut. Ich bin auch zufrieden. Nein, warum ich das Guacamole reinnehme, ist folgendes. Wenn du Mehlschwitze hast, hast du wieder Mehl, was pappt und so weiter. Du brauchst du kannst Mehlschwitzen machen, machst meistens mit Butter, mit Margarine oder sowas. Soßen sind meistens ja immer dazu auch verdächtig, dass sie mehr Kalorien bringen, als sie sollten. Und deswegen lasse ich die Mehlschwitze weg und nehme das, sozusagen das kalorienarme Guacamole. Dadurch kann ich die Soße schön abbinden und es ist trotzdem noch kalorienarm, weil Mehl bringt wieder viel Kohlenhydrate mit sich. Deswegen meide ich das Mehl darin, in der Soße. Gut, danke für den Tipp. Ja. Also, wenn wir weniger Energie haben wollen, Guacamole. Jetzt seht ihr, ich nehme mal die große Schöpfkelle wieder. Wir haben eigentlich eine Soße hinbekommen, die von der Konsistenz als auch von der Farbe relativ mit einer guten Bratensoße vergleichbar ist. Und das Ganze ohne Mu und Mäh. Das Ganze Seruim und total lecker. Ja? Gut. Super, ja, vielen Dank. Ja, ich bin gespannt nachher. Wir werden nachher die Chance haben, gemeinsam mit den Nussbraten diese Soße zu kosten. Ich freue mich drauf. Gut. Das heißt jetzt rückziehen und aufräumen. Genau, jetzt ruf mir deine Frau, richtig? danke, Matthias. Ja, da sind wir. Schön, Antje, dass du wieder da bist. Bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Ich weiß schon, es ist ein Nachtisch. Genau. Und zwar machen wir einfach zeittechnisch jetzt schon mal den Nachtisch. Dann kommt die Klöße, Rotkraut. Kriegen wir alles hin. Okay. Zu dem Nachtisch. Und zwar sollen es Bratäpfel sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe das als Kind geliebt, Bratäpfel. In der Winterzeit Apfel in den Ofen rein, geguckt, dass das so richtig schön krubbelig wird und dann aufgeschnitten und gegessen. Oh, ich habe es geliebt. Die werden gefüllt, eine leckere, schöne Schoki-Soße dazu. Perfekt. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich habe einige Äpfel, die müssen wir ein bisschen enthäusen. Kannst du das? Das Gehäuse daraus, klar, ja. Ja, guck mal. Ich nehme gleich mal alle, ja? Und zwar braucht man dann so einen, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, Finger weg, ist eigentlich nicht schlimm, ja. Von oben einfach gerade nach unten, wenn es ein bisschen schräg wird, nicht schlimm, dann einfach entgegengesetzt nochmal und dann... Genau, nur das Gehäuse rausnehmen, gell? Genau, und dann hier drauf, okay? Nimmst du eine bestimmte Apfelsorte? Man kann unterschiedliche Äpfel nehmen, also wir haben Jonagold, Cox kann man nehmen, ganz unterschiedlich. Wir haben früher sehr viel Bosskopfäpfel genommen. Ich habe das aber zu Hause mit rotem Bosskopf, das ist irgendwie schief gegangen. Die sind beim Kuchen schon irgendwie total auseinandergegangen, so habe ich es nicht gekannt. Also ich habe jetzt Jonagold und so Cox-Äpfel genommen. Ja? Einfach gucken, also ich fand es immer ganz lecker mit diesen Bosskopfäpfeln, so dieses säuerliche und dann was Süßes dazu. Perfekt. Oh. Okay.
Super. Warte, ich gebe dir noch eine Schüssel. Zack. Guck mal, kannst du das reintun? Und ich mache euch die Füllung. Für die Füllung brauchen wir... Ups. Guck mal, dann mache ich dir die Äpfel mal darüber. Sup. Danke. Die brauchen wir alle, ja? Alle? Mhm. Genau, weil jeder will ja einen, oder? Okay, brauchen alle. Okay. Gut. Da haben wir das. Brauchen noch das. Ah, hier. Super. Und zwar für die Füllung. Alles mal dran. Brauchen wir auf alle Fälle. Das sind Korinthen, Rosinen, dass ihr da einfach sowas nehmt. Ja, es gibt auch diese Weinbeeren. Ich habe jetzt Weinbeeren hier. Einfach nehmen, ja. Das ist jetzt auf die Masse von den 20 Äpfeln. Normalerweise nimmt man so 60 Gramm oder so. Was steht alles im Rezept? Okay? Die Korinthe unterscheidet sich von der Rosine aufgrund des Lageralters, oder? Ja, also ich finde, die schmecken einfach süßer. Die sind irgendwie feiner. Die Rosinen, auch, die. Auch kleiner, ne? Ja, ja. Also ich finde, die schmecken besser. Auch die Weinbeeren, ich mag die ganz arg. Sind so voll irgendwie im Mund. Dann Nüsse. Die habe ich auch schon klein gemacht. Da könnt ihr auch ganz unterschiedliche nehmen. Ich habe einfach Mandeln genommen und Walnüsse, die klein gemacht. Ihr könnt Haselnüsse nehmen, auch wieder so wie ihr wollt. Was vielleicht auch richtig gut lecker ist, kann ich vielleicht auch ein paar reinmachen, habe ich da. Habt ihr Haselnüsse schon mal geröstet in der Pfanne? Ein Traum, müsst ihr unbedingt machen. Wenn ihr Schokolade liebt, macht das unbedingt. Haselnüsse in der Pfanne. Anrösten, ganz leicht, nicht zu toll, ansonsten verbrennen sie. Und dann merkt ihr, kommt ein total leckerer Schoggi-Geruch hoch. Und wenn ihr die dann kalt werden lasst und dann esst, oh, müsst ihr ausprobieren. Ich tue ein paar rein. Nur die Nüsse dann? Nur geröstete die, Haselnüsse? Nur geröstete Haselnüsse, einfach ein Traum. Gut. Das sind ein paar. Müssen wir kosten? Meine Haselnuss? Gerne. Also ein Stück Haselnuss. Das, die ist jetzt geröstet? Die ist geröstet. Ich mache einfach mal ein paar rein. So. Mm. Ja. Riecht schon so nuckert irgendwie, ne? Voll gut. Mhm. Dann brauche ich einen Löffel. Mhm. Genau. So. Ich würde jetzt da nicht um. Ich liebe Agavendicksaft, aber wenn wir Agavendicksaft hier reinmachen, dann wird das alles ein bisschen flüssiger. Wir wollen ja dann diese Füllung dort reinstecken in die Äpfel. Wenn das zu flüssig wird, ich mache jetzt einfach mal Rohrzucker rein. Rohrzucker ist auch perfekt. Wir haben mit Zuckerrohrgranulat draufgeschrieben. Einfach nur, dass man was hat, wo man es trocken zusammenmischen kann und dann reintun kann in die Äpfel. Wenn das ein riesen Pampe wird, das wird dann, finde ich, ist nicht so. Probiert es einfach zu Hause mal aus. Mit Zucker ist total egal. Ihr könnt auch mal mit Ursüße probieren. Wie ihr sagt, hey, komm, in die Richtung möchte ich gehen. Einfach mal austesten. Okay? Ich tue davon jetzt 5 rein. 1, 2, 3, 4, 5. Hm, noch ein bisschen. Okay. So. Kann man wieder wegtun. Und würzen. Ihr kennt sicher, die meisten Weihnachtssachen ist einfach Zimt drin. Zimt ist toll, ich liebe Zimt, unsere Tochter heißt auch Zimtblüte. Man muss noch ein bisschen Zimtblüte? Aufpassen. Ja, Cassia, Cassia ist Zimtblüte. Zimtblüte? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Und sie liebt auch Zimt. Man muss ein bisschen aufpassen. Zimt tut auch ein bisschen für den Magen, wenn man das zu viel zu sich nimmt, reizen. Ja, muss man ein bisschen gucken. Klar, ich mag es auch ganz arg, aber muss einfach ein bisschen wissen, bestimmte Sachen, dass man die
vorsichtig verwendet. Ich mache es jetzt mal hier, dass ich in die Füllung Kardamom reinmache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kardamom gibt es in Schwarz und gibt es Grün, habe ich auch mal nachgeguckt. Schwarz gibt eher, wird eher so im herzhaften Bereich verwendet und das Grüne in so einem Bereich. Ja? Ist gut für die Verdauung, gehört so in den Ingwerbereich rein. Ja? Ein bisschen. Machen wir ein bisschen rein und lass uns überraschen. Nach was schmeckt Kardamom? Hat nichts mit Mohn zu tun. Nee, das ist eine Ingwer, es kommt von einer Ingwerpflanze. So. Ingwerwurzel, irgendwie sowas. In die Richtung geht das. Aber es schmeckt nicht so. Ich finde, Ingwer schmeckt so ein bisschen seifig, aber es ist. Nein, es ist nicht seifig. Na, auf Gott, verdammt. Dann ist das Besteck, mit dem ich esse. Also ist so ein bisschen orientalisch, hat einen orientalischen Geschmack. Vom Geruch her. Es kommt auch manchmal, Entschuldigung, in Duschbad rein. Wir haben zu Hause so ein Schucki-Duschbad, hat Stefan geholt. Da ist das drin. Ja. Duschbad? Ja. Oh ja. Yeah. Aber das ist so, in diesen indischen Sachen wird das auch viel verwendet, aber dann eher so der schwarze Bereich. Ich mache da ein bisschen rein, okay? Und mal gucken. Nicht, dass wir zu viel machen, weil zu viel ist wieder nichts, ne? Ich habe, glaube ich, im ganzen Leben noch nie Kardamom verwendet. Siehst du, da wird es Zeit, du. Da, wo du hingehst, vielleicht zum Duschen. Da gibt es das richtig, du. Ja? So. Mhm. Malaysia. Mhm. Okay. Mhm. Okay. So, dann. Und Vanille. Wir nehmen jetzt mal die Variante, hat Stefan irgendwie gefunden. Einmal vom Geschmack her. Ihr könnt auch Vanilleschoten nehmen. Es gibt auch in den Reformläutern sehr, sehr teuer Vanillepulver. Im Aldi zwei Vanilleschoten in so einer. Könnt ihr genauso nehmen. Schmeckt einwandfrei. Ihr zahlt nicht so viel. Also man muss jetzt nicht viel ausgeben. Das hier mache ich jetzt nur zeitlich nicht raus. Bourbon-Vanille. Das heißt eigentlich, Bourbon-Vanille, dass es von dieser Bourbon-Insel kommt, was eigentlich Madagaskar ist. Ursprünglich kommt das Zeug aus Mittelamerika. Wurde dann irgendwann mal in Madagaskar angebaut. Und das nannte sich französisch Bourbon-Isel. Was heißt Insel auf Französisch? Île. Bourbon-Île. Und so kommt heute die Bourbon-Vanille, eigentlich aus, die Original aus Madagaskar, wo sie ursprünglich eigentlich original gar nicht herkommt. Machst du gut. Ja, oder? Selbst jahrelang Apfel gewesen. Okay, geht ganz schön ins Gelenk. Okay, gut. Ein Löffel, ach, der war hier. Gut. So, jetzt mischen wir die ganze Angelegenheit mal. Und dann darf unser Ronny das füllen. Ich mach's dir mal vor. Guck mal. Und zwar? Zup. Unten natürlich zuhalten, ansonsten fällt alles unten durch. Ein bisschen reindrücken. Ich glaube, ich werde das so halten wie in meiner Kindheit. Habe ich immer so, wenn ich Plätzchen gebacken habe, ein Plätzchen aufs Blech, ein Plätzchen in den Mund. So. Schön reindrücken. So. Kann so ein bisschen was drauf lassen. Guck. Okay. Und dann kommt es so, wie es ist, auf ein Backblech. Muss da irgendwie Papier drauf oder Öl? Nee, oder? Da kommt gar kein Papier nichts drauf. Und zwar kommt dann, wenn die Äpfel drauf sind, das Rezept ist für 4 Äpfel, also 4 Personen, kommt in eine feuerfeste Form die Äpfel, gefüllt. Dann kommt Wasser drauf, ein bisschen Wasser unten rein oder ihr könnt auch Orangensaft nehmen.
Und dann kommt es in den Ofen für eine halbe Stunde. Hm. Okay. Mhm. Okay, du darfst. Ich fülle die Äpfel. Gut. Okay. Und was ich mache in der Zeit noch die Soße. Noch eine Soße? Auch für die Bratäpfel? Für die Bratäpfel. Okay. Okay. Da bräuchte ich die Sojamilch, das was im Kühlschrank und auf dem Top und auf dem... Danke. Gut. So.